Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe einen Ventilator, einen Handventilator, den man auch als Standventilator auf dem Tisch verwenden kann. Der ist richtig toll. Der ist ganz genial, den kann man selbst zusammenstecken. Und zwar haben wir hier erstmal Zubehör, ein Halteband fürs Handgelenk, das man hier durchfädeln kann, so wie man das vom Handy auch kennt, diese Einlassung. Macht sich am besten, wenn man eine Nadel zu Hilfe nimmt, weil man das sonst nicht so leicht durchgefädelt bekommt. Ein Ladekabel ist mit dabei. Der wird hier reingesteckt, USB-C hier rein. Und USB-A geht ab in die Steckdose und dann wird das aufgeladen. Das Gerät kann bis zu, also der Akku, der hier integriert ist, kann bis zu 5200 mAh speichern. Und dann hat man lange Zeit natürlich schöne Erfrischung. Er wird hier zusammengesteckt. Das muss schräg stehen, damit diese Nasen hier, die hier sind, rechts und links, hier in diese Öffnung reinkommen. Dann wird es, wenn es zusammengesteckt ist, wird das gedreht. Dadurch wird es fixiert, ist es fest und verbunden, so dass der Strom, der hier drin ist, in dieses Gerät, das ihn braucht, reingeführt wird. Dann kann man ihn so anwinkeln. Man kann ihn einerseits stehen lassen, einfach so zum Blasen, oder so hinstellen. Stufenlos in alle Positionen. Seht mal, er schafft es sogar so. Der hintere Teil ist schwer genug, um das Gegengewicht zu liefern. Der kippt nicht um. Der kippt nicht nach vorne, so wie man das sonst erwarten würde. Der hält das aus. Ganz und gar zusammengeklappt, kann er auch in die Handtasche. Ist ein bisschen schwer. 270 Gramm. Ich habe es schon mal ausgewogen. 270 Gramm ist natürlich allerhand. Und ja, aber wenn man schwitzt wie doll und verrückt, wenn man im Sommer unterwegs ist, einen Ausflug macht oder im Restaurant sitzt und dann noch das heiße Essen, wenn es geht, auch noch scharf, das heizt auch noch mal richtig schön auf, treibt den Blutdruck hoch und dann schwitzt man immer mehr. Das ist ein Ventilator wirklich Gold wert. Ich habe das im letzten Jahr schon gehabt. Ich habe es auch immer mitgenommen ins Restaurant. Ich fand das total genial. Ja, manchmal haben die Leute schon ein bisschen komisch geguckt, wenn ich meinen Ventilator ausgepackt habe. Aber andersrum, war das wahrscheinlich so ein neidischer Blick gewesen. Ja, es etabliert sich aber immer mehr. Ich habe dann Wochen später immer öfter Leute gesehen, die sowas auch bei hatten. Wahrscheinlich war es auch mal eine Anregung gewesen. Er ist jedenfalls schön. Und wie gesagt, stufenlos kann er hier gestellt werden. Hier ist ein Knopf, da drückt man rauf und dann leuchten diese Lampen und die zeigen mir an, dass er voll geladen ist. Wenn spätestens nur noch ein Teilstrich zu sehen ist, sollte man langsam übers Aufladen nachdenken oder keine weiten Sprünge mehr damit machen, damit man nicht nachher ohne was dasteht, dass man dann nicht ein leeres Gerät hat. Hier ist der Einschalter und gleichzeitig der Modschalter. 5 Stufen hat das Gerät, 5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Ich fange mal mit 1 an. Ich will es mal gleich zeigen. Er steht natürlich und pustet und man merkt auf der Tischplatte nichts. Im letzten Jahr hatte ich diverse Geräte, Ventilatoren gehabt, die ihre Arbeit auf die Tischplatte übertragen haben. Das hat hier alles gebrummt und vibriert. Das war nicht schön. Es gab unheimliche Nebengeräusche. Ich kann den auch mal so hinstellen. Das gleiche. Ganz ruhig, ganz leise, sehr schön still. Nur das Windgeräusch, aber das ist typisch und das wird mit der Geschwindigkeit, wenn man die steigert, natürlich auch immer mehr. Das ist ganz normal. Ich gehe mal auf Stufe 2. Auch ganz ruhig. Ich gehe mal bis hin zur Stufe. Habe ich schon die 5? Ah ja, war schon da. So, ich glaube, jetzt habe ich wieder die Stufe 5. Ihr seht, er steht trotzdem fest, kippelsicher und keine Übertragung. Man merkt nichts. Das sind einfach nur diese typischen Windgeräusche. Mehr kommt hier nicht an. So, und ach so, das war noch nicht die höchste Stufe, aber auch da nicht. So, und aus. Ja, das ist das, was ich ganz toll finde an dem Gerät, dass hier keine, oh, er steht sogar so, dass hier keine Vibration, keine Übertragung auf die Tischplatte passiert. Das hatte mich im letzten Jahr unheimlich gestört bei den anderen Geräten. Ich finde den sehr schön. Der macht wirklich einen guten Job, kann sich sehen lassen.
toll flexibel ist er. 24,99 Euro ist natürlich ein stattlicher Preis, aber ich denke, die Qualität gibt das her. Er hat eine gute Speicherkapazität, damit kann man ihn längere Zeit nutzen. Mach den mal wieder auseinander. Ich überlege gerade, ich denke mal, man kann das sogar zum Aufladen vom Handy nehmen. Ja, Powerbank steht ja sogar da beim Händler. Man kann dieses, wenn man es auseinander nimmt, auch als Ladepunkt nehmen, wenn man auf dem Handy keinen Strom mehr drauf hat, keine Energie mehr drauf hat und muss dringend telefonieren, ist das immer eine Option. Insofern ist er natürlich sehr flexibel. Ich empfehle ihn sehr gerne weiter. Und das war es dann auch von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bleibt schön gesund und danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!